Was verursacht wirklich Falten und was verhindert sie? In diesem Video. Es gibt 7 verschiedene Punkte, die ich euch hier vorstelle, auf die es genau ankommt beim Alterungsprozess der Haut und was ihr genau tun könnt, um jeden dieser Punkte maximal entgegenzuwirken, natürlich auch studienbasiert. Lasst noch schnell einen Daumen nach oben da für meine Arbeit und vergesst nicht, am Ende des Videos in die Videobeschreibung zu schauen, um mich für meine kostenlose Arbeit für euch zu unterstützen. Ich danke euch wirklich vom Herzen für jeden Unterstützer. Punkt Nummer 1, die Alterung. Dieses Bild beschreibt es zunächst sehr gut, die Melanozyten, welche für die Hautfärbung verantwortlich sind. Diese werden auch älter, sehen wir hier. Die Keratinozyten, welche für die Haut, die Festigkeit, ja, wichtig sind, werden auch älter, sehen wir hier. So wie die Fibroblasten, die für die Stabilität und für die Wundheilung sorgen, auch diese werden älter und sogar das Kollagen. Doch wie passiert dieser Alterungsprozess im Körper und was können wir da tun? Unsere Langlebigkeit ist von nicht so stark abhängig, wie viele Zellteilungen deine Zelle noch übrig hat, bevor sie stirbt bzw. Selbstmord begeht. Ja, richtig. Jede Zelle kann sich nur begrenzt oft teilen. Doch da kann man etwas machen. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber ich möchte euch das mal ganz einfach erklären. Unsere Zellen können sich nicht unendlich oft teilen, um sich dadurch zu erneuern. Denn es gibt ein Phänomen, dass jedes Mal, wenn die Zelle sich teilt, ein Stück von ihr verloren geht und sie sich dadurch verkürzt. Das hat zur Folge, dass die Zelle irgendwann so verkürzt wurde am Ende, dass es nicht mehr weitergeht, ohne dass es ihr schaden würde. Bevor das passiert, zerstört sie sich lieber selbst und das passiert dann dementsprechend auch manchmal sehr, sehr häufig und dadurch stirbt auch der Mensch. Das ist der Prozess der Alterung, sehr einfach erklärt. Etwas genauer beschreibt es aber Folgendes. Unsere gesamte Erbinformation ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten. Und zwar der Bauplan, wie man uns 1:1 wieder in voller Größe erschaffen könnte. Dieser Bauplan befindet sich im Zellkern. Darin geschützt liegt dann auch die DNA, die wir eine Bibliothek nennen, ja? Da die Zelle nur ca. 75 Mikrometer groß sind, also 0,075 Millimeter nur groß, beinhaltet sie aber trotzdem 2 Meter DNA-Strang. Das ist nur möglich, da sie sich aufgespult hat auf sogenannte Histone, die dann die Chromosomen bilden, haben wir alle schon mal gehört, die nichts anderes sind als verdichtete DNA. Am Ende jener befinden sich sogenannte Telomere. Das sind die Enden des DNA-Strangs am Chromosom. Diese fungieren wie ein Schutzschild, ja, dass die DNA geschützt ist. Man muss sich das so vorstellen, ja, wie ein Schnürsenkel am Ende des Schnürsenkels selbst. Dieses Schutzschild, diese Plastikschicht und genau so fungieren auch die Telomere bei uns, bei unserer DNA. Bei einer Zellteilung verlieren wir einen Teil unseres Telomers, das die Zelle aber beschützt. Besonders vor Entartung, das heißt vor Krebsentstehung oder auch vor dem Verschmelzen von 2 unterschiedlichen DNA-Strängen. Das Altern kann so beschrieben werden, je kürzer unsere Telomere, desto kürzer ist unsere verbleibende Lebensdauer auf dieser Erde bzw. unserer Zellen. In einer Studie konnte nämlich gezeigt werden, dass der Lebenswandel hier in 5 Jahren gemessen die Telomere deutlich verlängerte. Das, was die Menschen taten, war etwas weniger Fett zu essen, ca. 10% der Kalorien nur aus Fett. Und vor allen Dingen pflanzenbasiertes Protein, ja, und so unverarbeitet wie möglich. Jetzt nicht immer frittieren und auch nicht immer im Backofen. Eine körperliche Aktivität, das heißt 6-mal die Woche 30 Minuten spazieren, Meditation und Yoga zur Stressbewältigung und positive soziale Kontakte, auch wenn die heutzutage wirklich schwer zu finden sind. Aber auf diesem Kanal sind sie reichlich vorhanden. Vor allen Dingen in den Kommentaren, dort sind sicherlich sehr, sehr viele nette Menschen. Allgemein konnte gezeigt werden, dass eine mediterrane Ernährung sich positiv auf die Telomere auswirkt, aber auch pflanzliches Protein aus Hülsenfrüchten und Nüssen. Das heißt, wenn du nächstes Mal Hühnchen und Reis isst, dann vielleicht die Hälfte des Reis mal weg und die Hälfte des Fleisches mal weg und 100 Gramm Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kichererbsen dazu. Und schon ist die Sache wieder rund, denn dadurch wird das Protein auch deutlich besser, wenn mehrere Quellen zusammengemixt werden. Ja? Die biologische Wertigkeit, kennt ihr. Punkt Nummer 2, die UV-Strahlung. Man sieht hier deutlich, dass UV-Strahlung die Haut durchdringt und in die tieferen liegenden Schichten auch vordringt, der Dermis zum Beispiel, und dort auch Schaden anrichten kann. Das passiert durch die energiereiche UVA- und UVB-Strahlen, die Elektronen von Molekülen trennen und sie zu Sauerstoffradikalen machen. Dieser Prozess sieht dann wie folgt aus. Das UV-Licht lässt das Superoxidradikal entstehen.
ein Sauerstoffradikal. Dieses wird dann durch ein antioxidatives Enzym bei uns im Körper zu Wasserstoffperoxid. Dieses Enzym heißt Superoxid-Dismutase. Das gibt es übrigens auch in Kapseln. Doch dieses Wasserstoffperoxid muss weiter entgiftet werden, da es auch in großen Konzentrationen Schaden anrichtet bei uns im Körper. Und da kommt das Glutathion ins Spiel, welches dieses Wasserstoffperoxid entgiftet mit Hilfe der Glutathionperoxidase. Das ist das Enzym dafür. Das Enzym braucht übrigens Selen zum Arbeiten. In meiner Schilddrüsenkapsel, die ich jeden Tag nehme, ja, damit ich meine Schilddrüse auch funktionsfähig halte, obwohl ich keine Probleme damit habe, denn die Prophylaxe ist hier das Stichwort, ja, ist natürlich auch Selen mit drin, ja, von daher muss ich mir da keine Sorgen machen. Also, Superoxid-Dismutase, Selen und Glutathion liposomal könnte hier eine wirklich starke Kombination sein gegen die Sonnen-UV-Strahlen. Übrigens wichtig, Glutathion wirkt nur liposomal, da es im Magen sonst zersetzt werden würde, da es ein Tripeptid ist. Hier die Studie nochmal kurz. Ein letzter Tipp ist Astaxanthin, denn dieses färbt nicht nur die Krebse, den Lachs und die Flamingos rosa, sondern lagert sich ebenfalls in unseren Hautschichten ein und schützt vor UV-Strahlung. Das konnte ebenfalls in 11 Studien bereits bewiesen werden, sowie auch die Wirkung auf die Faltentiefe. Punkt Nummer 3. Rauchen, aber auch hochverarbeitete Nahrung, die in Öl braun gebraten wurde oder halt auch im Ofen sehr dunkel wird. Bei hohen Temperaturen, wie beim Rauchen auch, entstehen ja immer Radikale. Wenn selbst bei Sonnenstrahlen Radikale entstehen, come on, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel beim Rauchen oder beim Frittieren davon entsteht. Diese wirken nicht direkt in der Haut, sondern diese Stoffe erschöpfen die Antioxidantien im Körper, sodass zu wenig da sind, um die Hautzellen vor Sauerstoffradikalen zu schützen. Und so schließt sich der Kreis. Von daher auch etwas mal nicht so braun werden lassen, vielleicht im Backofen oder auch mal im Wasser dünsten. Und das tut euch, glaube ich, ganz gut. Punkt Nummer 4, Gesichtsausdrücke. Denn Lachen ist gesund, doch macht leider Falten. Eine sehr interessante Studie konnte gezeigt werden. Man kann es eigentlich besser hier nicht testen, ja? Indem Zwillinge ihre Faltentiefe gemessen haben und der eine Zwilling hat Botox bekommen und der andere eben nicht. Denn dem einen konnte man ja das Lachen nicht verbieten und nicht sagen, hey, ne? So nicht. Hier wurde die junge Frau dann dementsprechend penetriert, sehen wir. So, ihr entscheidet. Welche war die Frau, die Botox über einen langen Zeitraum genommen hat? A oder D? D. Und hier B oder E? Ja, E. Oder hier C oder F? Ihr versteht schon. Die Ergebnisse, hier nochmal ganz konkret, sind wirklich sehr signifikant. Doch sollten wir jetzt aufhören zu lachen oder uns alle dieses Nervengift spritzen? Nein, denn im Alter, wo man Falten bekommt, hat man meistens auch schon die Menschen um sich herum geschart, die einen nicht verteufeln oder lieben für die Falten, sondern für das Innere des Menschen. Und vielleicht gerade wegen den Falten, die entstanden sind, weil man zusammen so viel gelacht hat oder auch geweint hat. Aber ein Tipp hier noch, Sonnenbrillen. Ja, wenn zu viel Sonne scheint, dann kneift man die Augen schon sehr, sehr stark zusammen. Doch wichtig, nicht zu viel Sonnenbrille, denn der Körper muss auch wissen für den zirkadianen Rhythmus, wann Tag und wann Nacht ist. Tipp Nummer 5, die Schlafposition. Hier wird behauptet, dass durch die Wahl des Kissens die Schlafposition so verändert wird, dass es zu keiner mechanischen Faltenbildung in der Haut im Gesicht kommt. Das konnte allerdings widerlegt werden in dieser Studie. Hier schrieb man, obwohl die Entstehung von Schlaffalten direkt mit der Schlafposition zusammenhängt, stand die bevorzugte Schlafseite nicht in Zusammenhang mit den von einem Sachverständiger beobachteten wahrgenommenen Unterschieden bei der lokalen Gesichtsalterung. Schaden würde es sicherlich nicht, aber eindeutig ist auch anders, ja, von daher an. Wenn ihr es meint, dann tut es. Hydration, also das Trinken. Denn Wasser ist entscheidend, ja, für die Versorgung der Haut als Kanal, ja, damit Nährstoffe hingelangen können oder als Abwasserkanal, damit auch Abbaustoffe wie zum Beispiel Radikale auch wieder abtransportiert werden. Weiter bleibt die Haut dadurch elastisch und knickt nicht so schnell ein. Das ist vergleichbar mit einem Blatt Papier. Und wenn man es nass macht, dann schlägt dieses Blatt Papier eben keine Falten mehr. Diese Studie hat das mal genauer untersucht. Wir sehen hier deutlich in A, dass mit dem Alter die Falten auch zunehmen. Und in C sehen wir deutlich, dass der Wassergehalt auch abnimmt. Das korreliert, ja. Ein Konsens. So. Dem wir entgegenwirken müssen, das sehen wir dann dementsprechend in dem, wenn man die Feuchtigkeit wieder zuführt, kehrt sich die Faltenbildung auch proportional wieder um. Daher genug trinken, gerade wenn ihr Sport macht oder in die Sauna geht, dann wirklich, wirklich schlucken. Und vor allen Dingen salziges Essen konsumiere ich immer so unter 5 Gramm am Tag. Ja? Und obwohl ich fast jeden Tag Sport mache und 2 bis 3 Mal die Woche in die Sauna gehe. Ja?
gerade wenn ihr viel Salz isst, noch mehr trinken, ist ganz, ganz wichtig. Aber Salz sollte wirklich beobachtet werden. Und also ich finde, unter 5 Gramm ist guter Stellenwert. Letzter Punkt, Nummer 7, Licht von Smartphones. Genau, in dieser Studie wurde nämlich genau dieser Trend beobachtet, dass das blaue Licht, was dort emittiert wird, eben vermehrt zu Sauerstoffradikalen führt in den Augen, sowie auch in der Haut. Und den Prozess kennen wir schon. Glutathion, Superoxidismutase und Selen spielen hier eine richtige Rolle. Um das Ganze mal zu quantifizieren in einer anderen Studie, sieht das Ganze dann so aus. Bei den iPhones und bei den iPads, die man so nutzt. Ganz vorne die Kontrollgruppe, man sieht hier eine gute Verdopplung, ja, der Strahlungsintensität durch diese iPhones und was auch immer. Ist jetzt nicht nur iPhone, also ist Smartphones. So. Die Sauerstoffradikalkonzentration stieg über 80-90% an. Daher immer den Blaufilter, wenn es geht, benutzt in euren Handys und euren Laptops und so weiter. Ganz, ganz wichtig. So, es gibt noch einige weitere Punkte, aber die sind nicht so entscheidend wie diese, die ich gleich aufgezählt habe. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Und die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, denn diese verlängert unsere Telomere. Das heißt, wie oft sich unsere Hautzellen noch teilen können, die entscheidend sind für die Jugend unserer Haut. Eine pflanzenbasierte Ernährung sowie mediterrane Ernährung zeigt hier die besten Ergebnisse, die nicht zu hoch erhitzt wurde. Licht jeglicher Art sollte nicht zu einem Sonnenbrand führen und vor allem das Smartphone auf Blaufilter gestellt werden. Denn diese führen zu Sauerstoffradikalen, welche durch Glutathion, wichtig liposomal, denn nicht liposomal wirkt nicht, ja, hier in der Studie seht ihr es nochmal, Selen und Superoxidismutase sind wirklich der Gamechanger. Astaxanthin kann auch Sinn machen, denn gerade auch im Sommer, denn es lagert sich ja in der Haut ein und schützt dementsprechend UV-Strahlung, ja, wie die Alge es ja auch bei jedem Tier macht, welches es konsumiert, sieht man auch in den Farben der Tiere, die annehmen, den Lachs und so weiter. Das Trinken hilft deinen Zellen, Nährstoffe zu ihnen zu transportieren und radikal abzutransportieren. Wir sehen uns im nächsten Video und schaut sehr gerne mal in die Videobeschreibung. Und danke für euren Support. Bleibt geschmeidig.